Name ist Vera Hammer. Ich bin Leiterin der Mineralien- und Edelsteinsammlung und des Staatlichen Edelsteininstituts und ich bin schon seit 1992 hier im Haus, im Naturhistorischen Museum, als Kuratorin tätig. Wir stehen heute vor unserem berühmtesten Objekt, dem Edelsteinbouquet, das einst Maria Theresia ihrem Gatten Franz Stephan von Lothringen zum Geschenk gemacht hat. Ich will aber heute weniger über die Historie dieses Objekts erzählen, sondern eigentlich eher dazu oder darüber, was mich eigentlich dazu gebracht hat, mich für Mineralien und Edelsteine zu interessieren. Schon im Vorschulalter von nur 5 Jahren bin ich bei uns zu Hause am Schotterhaufen gesessen und habe meine Edelsteine herausgesucht. Es waren bunte Kieselsteine, grüne, rote, durchscheinende, was man halt im Nachfeld oder in den Schottergruben des Nachfeldes so findet. Und ich wollte wissen, wieso das geht, dass alleine in einem Schotterhaufen so viele verschiedene Mineralien und Gesteine vorkommen. Nun letztendlich nach dem Studium bin ich hier am Naturhistorischen Museum gelandet und habe eine der größten Sammlungen sowohl als an Mineralien als auch als Edelsteine zu bewahren, zu bearbeiten. Und mein besonderes Steckenpferd sind die Edelsteine. Und die Frage ist natürlich, was macht einen Edelstein überhaupt aus? Er hat eine besondere Härte, er hat eine besondere Farbe und er soll durchscheinend möglichst transparent sein. Nun, damit ist er ein Sonderfall eines Minerals, ein Sonderfall eines Kristalls. Und darüber habe ich in meinem Studium eine Menge gelernt. Über die Bestimmung von Edelsteinen eigentlich ein bisschen weniger, denn Sie können sich vorstellen, dass für die Bestimmung von Edelsteinen dieses wertvolle Material normalerweise zerstört werden muss, um eine Bestimmung durchzuführen. Und heute betreibe ich die Königsdisziplin der Analyse, nämlich die zerstörungsfreie Analyse. Denn wenn jemand etwas über einen Edelstein von mir wissen möchte, dann muss ich den bestimmen können, ohne irgendwie ein Stückchen herauszubohren, abzuschneiden oder sonst ihn irgendwie zu zerstören. Nun, woher haben wir aber das Wissen über die Edelsteine? Woher wissen wir, wo die Edelsteine ihre Farben herhaben, wie schnell sie wachsen und so weiter? Hier helfen uns vor allem die synthetischen Edelsteine sehr viel weiter und auch ich habe während meines Studiums den einen oder anderen Stein synthetisch herstellen müssen. Das war Teil des Programms und aus diesen Synthesen wissen wir, dass Kristalle zum Beispiel relativ schnell wachsen, welche chemischen Elemente die Farben beeinflussen können. Eines dieser Elemente ist beispielsweise das Chrom, das je nach Wertigkeit rote oder grüne Farben bei Edelsteinen hervorrufen kann, auch wenn es nur in ganz kleinen Mengen vorkommt. Diese synthetischen Mineralien oder Kristalle, die man heute herstellt, haben dieselben chemischen und physikalischen Eigenschaften wie ihre natürlichen Vorbilder, haben aber durch diese Prozesse, mit denen wir sie herstellen, sehr viel über unsere natürlichen Mineralien gelernt, nämlich unter welchen Drücken, unter welcher Temperatur und auch in welchen Gesteinen sie vorkommen. Und dieses Feld ist sehr, sehr spannend und an dem forschen wir ständig weiter. Die Edelsteinsammlung des Naturhistorischen Museums in Wien zeigt, wie vielfältig die Natur hier besondere Kristalle ausgebildet hat. Wir haben hier nicht nur Edel- und Schmucksteine, die sehr häufig sind, sondern auch richtige Raritäten ausgestellt. Und wenn Sie einmal Zeit haben, hier können Sie sich in die Wunschliste für Ihr nächstes Schmuckstück ein bisschen vertiefen.